Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Der Rotary Club Zwickau-Glauchau kennt diesen Satz und er handelt danach. Am Montagabend übergab der Club in der Sporthalle Mosel 1.500 Euro an die Rollstuhlbasketballer. Wie es dazu kam, sehen Sie im folgenden Beitrag. Ja, der Rotary Club Zwickau-Glauchau hatte im vergangenen Jahr die Idee, einen Adventskalender aufzulegen, der zum Stückpreis von 5 Euro verkauft wurde. Und damit verbunden waren 24 Preise, die wir durch Sponsoren, durch unterstützende Firmen, Institutionen organisieren konnten. Und damit auch dieser Kalender einen entsprechenden Wert erhält und auch für die, die diesen Kalender kaufen, auch letztendlich eine Gewinnchance hervorbringt. Und dieser Kalender konnte vollständig durch Sponsoren und Unterstützer aufgelegt werden, sodass der vollständige Reinerlös in einem sehr hohen Volumen auch wieder zurückgegeben und gespendet werden kann. Der Rotary Club Zwickau-Glauchau unterstützt verschiedene Projekte. Die Scheckübergabe am Montagabend bildete den Auftakt. Wir möchten einen Betrag den Rollstuhlbasketballern Zwickau spenden. Die Gründe dafür sind im Wesentlichen zwei. Der erste Grund ist der, dass wir die Idee des Rollstuhlbasketballs sehr gut finden, weil hier Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gemeinsam eine Sportart betreiben und sofern einen Gedanken der Inklusivität leben. Und zum anderen ist es so, dass die Rollstuhlbasketballer sehr, sehr viele Projekte zum Thema Inklusion in den regionalen Schulen unterstützen. Und das finden wir sehr gut. An diesem Abend wurde nicht nur ein Scheck übergeben. Ja, wir werden also heute die Chance haben, eventuell sogar selbst mal ein wenig zu spielen, die Regeln zu verstehen. Das ist gar nicht so ganz einfach. Wir haben ja hier in der Region Zwickau mit den Zwickauer Rollstuhlbasketballern ein Team, das in der ersten Bundesliga spielt, also auf sehr hohem Niveau. Die Spieler kommen aus der ganzen Welt und ich denke, dass es heute eine sehr, sehr spannende Veranstaltung sein wird, wo wir uns informieren, wo wir dazulernen und wo wir uns austauschen können. Yvonne Förster, Geschäftsführerin und Vereinsmanagerin, und Trainer Marco Förster stellten den Gästen zunächst den Verein vor. Also Rollstuhlbasketball hat in Zwickau eine lange Tradition. Über 20 Jahre spielt Rollstuhlbasketball in der ersten Bundesliga in Zwickau. Der Verein RB Zwickau hat sich 2020 gegründet und besteht aus 7 Vorstandsmitgliedern. Wir haben eine sehr internationale Truppe, das heißt, wir haben 7 Nationen bei uns. Wir haben 2 Australier, wir haben einen Finnen, wir haben einen aus Großbritannien, wir haben einen Polen, wir haben einen Litauer und wir haben auch ein paar Deutsche dabei. Im Vortrag ging es natürlich auch um Klassifizierungen und Regeln. Das alles wurde von den Rotary-Mitgliedern begeistert aufgenommen. Interessant auch die Informationen zu den Rollstühlen der Sportler. Also das sind alles individuelle Maßanfertigungen für die einzelnen Spieler. Das heißt, dass ein Rollstuhl zum Anfertigen dauert auch ungefähr zwischen 4 bis 6 Monaten, ehe der Spieler dann seinen fertigen Rollstuhl bekommt. Kostenpunkt liegt zwischen 6.000 bis 12.000 Euro. Jeder Basketballrollstuhl muss mit einem Rahmenbügel ausgerüstet sein. Der Rahmen ist fest verschweißt. Das macht ihn besonders robust. Das muss er auch sein, denn im Spiel geht es ganz schön zur Sache. Es blieb an diesem Abend, wie schon erwähnt, nicht nur bei einem Vortrag. Danach werden wir auch in der Halle noch ein bisschen mit einem Alltagsrollstuhl erstmal das Gefühl aufbauen, wie es ist, wenn man in einem Alltagsrollstuhl sitzt, dort ein paar Hindernisse überwinden und werden dann den Transfer in den Sportrollstuhl setzen und dann auch ein bisschen das Fahren üben, das Passen üben und am Ende können die Jungs dann mit den Profis auch ein bisschen spielen. Derartige Aktionen hat Marco Förster schon mehrfach angeboten. Die Reaktionen sind fast immer gleich. Also es ist am Anfang, es braucht so ungefähr 10 Minuten, ehe man das Thema so ein bisschen reinkommt, weil es ist immer so eine kleine Barriere, so eine kleine Scheu am Anfang da, aber die löst sich dann relativ schnell auf, weil es einfach auch Spaß macht und weil die auch schnell mitkriegen, dass das dann doch auch ein tolles Sportgerät ist, mit dem man umgehen kann. Und wir machen eigentlich übers Jahr gesehen, über die Saison gesehen, ungefähr 14 bis 20 Projekttage, vornehmlich an Schulen, aber wir machen auch solche Projekte, wo wir im Theorie- und Praxisteil einfach den Sport näher beleuchten und auch das Thema Inklusion mit anbringen.
Den Rotary-Mitgliedern machte das Ganze sichtlich Spaß. Dass es nicht so leicht ist, das war den meisten schon vorher klar. Dass es aber so schwierig und anstrengend ist, dachten die wenigsten. Also ich muss sagen, es ist eine unglaubliche Leistung, die da erbracht werden muss. Koordinativ und auch von der Kraft und immer die Angst im Nacken, dass man mit diesem Rollstuhl umfällt. Also ich habe sehr, sehr große Hochachtung und ich bin sehr demütig, muss ich wirklich sagen. Absolut. Dieses Fazit ziehen wohl die meisten, die so einen Projekttag mitgemacht haben. Wir schauten den Rotary-Mitgliedern noch etwas zu. Nach einer Weile konnte man schon durchaus Fortschritte erkennen. Darüber freute sich auch der Trainer. Also ich komme aus Zwickau, bin in Zwickau geboren, habe dann 15 Jahre mit meiner Familie in Österreich, in Innsbruck gelebt, war dort im Profisport tätig, in verschiedenen Sportarten. Bin dann wieder nach Zwickau zurückgekommen vor 8 Jahren und dann zum Rollstuhlbasketball dazugestoßen und jetzt seit nunmehr 8 Jahren Trainer und seit jetzt dann das 4. Jahr dann auch als Präsident tätig. Schließlich wollten wir natürlich auch noch wissen, was der Verein mit der Spende vorhat. Also das Geld geht in unsere Sozialprojekte, einmal in das RB macht Schule und in das in unser sportpädagogisches Inklusionsprojekt die bewegte Bande. Für die Rotary-Mitglieder und auch für uns war das ein ausgesprochen interessanter Abend. Das Geld ist bei dem Verein gut angelegt. Wer sich noch eingehender informieren möchte... Wir sind sehr stark auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram vertreten, haben natürlich auch eine Website, rbzwickau.de. Da finden sich die neuesten Informationen und am Ende auch die Spieltage. Wir berichten vor und nach den Spieltagen sehr viel auf Social Media, sodass da eigentlich, wenn Interesse besteht und man auf die RB Zwickau-Seite schaut, dass man da alle Informationen bekommt.